Der Mustang Mach-E ist gerade unterwegs auf sehr kurzfristiger Deutschlandtour durch ausgewählte Ford-Händler. Ich hatte die Gelegenheit, das Auto umfangreich anzuschauen und gebe euch heute einen umfassenden Bericht über alles, was ihr zum Mach-E wissen müsst, was mir gefallen hat, aber auch ganz klar, was mir nicht so gefallen hat. Vielen Dank an dieser Stelle an das Autohaus Pieske in Wolfenbüttel, die den Mach-E zu Gast hatten, mir sofort Bescheid gesagt haben und mir auch so ermöglicht haben, dieses Video aufzuzeichnen. Wie kommt es überhaupt, dass der Mach-E auf einmal einfach so bei den Händlern aufgetaucht ist? Nun, aktuell sind zwei Vorserienmodelle in den Ford-Werken in Köln angekommen. Als jemand Hohes bei Ford das mitgekriegt hat, hat er zu Recht in Frage gestellt, was die Autos denn die ganze Zeit im Werk rumstehen sollen. Immerhin sollen die lieber sichtbar zu den Kunden nach draußen. Und so sind relativ spontan beide Mach-Es auf kleiner Tour. Wichtig ist aber, dass das gezeigte Modell, das ich mir hier angeschaut habe, ganz klar ein Vorserienauto ist. Das heißt, es ist noch längst nicht alles final. So muss man ein paar ungenaue Spaltmaße, kleine Fehlfunktionen bei den Features, aber auch eine sehr frühe Version der Infotainment-Software dem Wagen an dieser Stelle verzeihen. Fangen wir zunächst mit dem Datenblatt an. Das ausgestellte Modell ist ein Mustang Mach-E in der First Edition. Der Wagen wird angetrieben von einem Dual-Elektromotor, der 338 PS und 581 Newtonmeter Drehmoment leistet. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt. Im Gegensatz zum Basismodell kommt die First Edition immer mit Allradantrieb und beinhaltet die Extended Range Batterie. Damit beschleunigt der Wagen in unter 8 Sekunden auf 100 km/h, soll 540 km Reichweite nach WLTP schaffen und bringt ein Gewicht von 2,2 Tonnen auf die Waage. Preislich liegt die First Edition bei 66.800 Euro. Von außen erkennt man besonders von hinten und von der Seite sofort, dass Ford hier vom Design sich ganz klar an den aktuellen Mustang orientiert hat, auch wenn man sich das Pony-Logo wegdenken würde. Das Heck hat viele breite Designlinien, die den Wagen sehr massiv erscheinen lassen. Klar ins Auge fallen die sehr dreidimensional gestalteten Treiber-Rückleuchten, welche wie am europäischen Mustang in Weiß gehalten sind. Wie genau das Licht in den verschiedenen Phasen leuchtet, zeige ich euch gleich noch. Schön ist, dass Ford den Diffusor in Hochglanzschwarz lackiert hat und auch wenn es bei Elektroautos immer erstmal suspekt aussieht, dass dort einfach keine Endrohre sitzen. Ebenso im Diffusor ist die Rückfahrleuchte verbaut. Ich tippe mal darauf, dass man wie beim Mustang dort auch die Nebelschlussleuchte für Europa noch einbauen wird im finalen Auto. Die Seitenlinie ist sogar verblüffend ähnlich zum normalen Mustang Fastback. Hier hat Ford sich aber einen optischen Trick bedient, in dem der Dachbereich bis zum Heck schwarz abgesetzt ist. So bleibt in Lackfarben das abfallende Heck eines Mustang Fastbacks erkennbar, obwohl der Elektro-SUV hier vom Heck eigentlich noch viel höher geht. Auch unten an den Seiten hat man große Flächen schwarz lackiert, womit die Seitenlinie schmaler wirkt, als sie eigentlich ist. Hier an dem First Edition Modell hat man sehr schicke 19 Zoll Felgen, auch wenn ich ehrlich gesagt denke, dass dem Wagen noch viel fettere und größere Felgen besser stehen würden, aber das würde wohl die erzielte Reichweite erheblich schmälern. An den Seiten finden wir auch den einzigen Hinweis darauf, um was für ein Modell es sich handelt. Hat der Wagen den Allradantrieb, steht an dem Mach-E Schriftzug die 4, hat der Käufer sich für die Extended Range Batterie entschieden, gibt es zusätzlich noch das X. Die First Edition erkennen wir hingegen erst mit offener Tür mit Sicherheit, hier steht dann auf den Einstiegsleisten der First Edition Schriftzug. Die Front ist das einzige, was nicht mehr so stark nach Mustang schreit. Zwar haben die Scheinwerfer auch das Element der drei vertikalen Balken als Licht, aber sonst wirkt die Front durch den großflächig lackierten Frontbereich etwas zahmer, als man es sonst von Mustangs kennt. Aber wer es dort aggressiver mag, muss sich da wohl auf das GT-Modell vom Mach-E gedulden, das ja eine viel sportlichere Stoßstange vorne erhält. Ganz ohne Kühlung an der Front kommt aber auch wohl ein Elektrofahrzeug nicht aus. Im unteren Bereich der Front sehen wir so 6 horizontale Lamellen. Diese öffnen sich bei laufendem Motor und sorgen so für etwas Kühlung.
Wer sich für das Pony-Emblem am Mach-E interessiert, das man hier verbaut hat, das ist auch nicht einfach vom normalen Mustang übernommen, sondern ist quasi nur dieser Pony-Umriss und innen hat man eine dreidimensionale geriffelte Form, die man sogar gut fühlen kann. Bevor wir uns den Innenraum als solchem zuwenden, lasst uns erstmal einige der Features des Mach-Es durchgehen, denn davon gibt es eine ganze Menge. Möchte man an den Kofferraum, muss man nur den kleinen Knopf über dem Kennzeichen drücken. Die Klappe öffnet sich dann vollständig automatisch und gibt einem dann Zugang zu dem doch großen Platz im Kofferraum. Zum Schließen einfach wieder den Knopf an der Klappe drücken, es schließt sich dann auch wieder von alleine. Aber es geht natürlich auch noch einfacher, denn zum Öffnen und Schließen kann man auch einfach die Fernbedienung des Mustang Mach-Es nutzen. Auch vorne versteckt sich ein kleiner Kofferraum, ganz trendig nennt man sowas ja heute Frunk. Der öffnet sich jedoch hier nicht automatisch, sondern nur über die Motorhaubenverriegelung im Innenraum. Falls man vorhat, dort einen kleinen Menschen reinzuquetschen, kann dieser sich immerhin selbst über diesen kleinen Knopf mit der witzigen Beschriftung wieder in die Freiheit entlassen. Die Klappe zum Beladen des Elektrofahrzeugs ist dagegen ziemlich simpel gestaltet, einfach gegendrücken und sie ploppt auf, wie man es von üblichen Tankdeckeln kennt. Sogar einige Dinge, die Käufer vom normalen Mustang herzlich vermissen, gibt es hier gleich ab Werk. Da haben wir zum Beispiel einen Totwinkelwarner im Spiegel, getönte Scheiben, Haubenlifter im Motorraum, Memory-Sitze, sodass man beim Starten bequem in eine Sitzposition gefahren wird und zum Aussteigen fährt der Sitz natürlich auch wieder zurück. Nicht nur Parkpieper vorne, sondern sogar eine 360-Grad-Kamera zum Einparken. Auch wenn wir hier die frühe Version der Software am verzerrten Bild und der komischen Pickup-Grafik deutlich sehen. Und wir haben ein sehr schön großes Panoramadach, über das sich Passagiere auf den Rücksitzen sicher sehr freuen werden, auch wenn es nicht offenbar ist. Spannend ist, wie man in den Wagen einsteigt, es gibt nämlich keine normalen Türgriffe. Die sehen halt nicht nur vielleicht etwas unschön aus, sondern verringern mit diesem Luftwiderstand auch die Reichweite des Fahrzeugs. Stattdessen sitzt an jeder Tür so ein kleiner runder Knopf. Drückt man diesen, springt die Tür ein paar Zentimeter auf. An den vorderen Türen ist zum Öffnen ein ganz kleiner Griff an der B-Säule platziert. Bei anderen Elektrofahrzeugen kennt man da eine etwas verspieltere Lösung, wo die Türgriffe dann in die Türen richtig eingefahren werden. Hier bleibt dieser kleine Hebel außen einfach immer stehen. Bei den hinteren Türen gibt es jedoch keinen Hebel. Hier muss man zum Öffnen nach dem Aufspringen durch das Knöpfchen drücken, seine Hand in die Türkante schieben und dann einfach aufziehen. Als besonderes Gimmick kann man den Wagen auch mit einem PIN-Code verschließen. Ja, das habt ihr richtig gehört. Möchte man seine ganzen Sachen im Auto verstauen, kann man den Wagen wie ein Handy einfach versperren und dann mit PIN-Eingabe wieder entriegeln. Aber auch innen sind die Türgriffe nicht wie in anderen Fahrzeugen, sondern diese witzigen kleinen Hebel in der Armlehne der Tür. Einfach dran ziehen und die Tür springt sofort ein Stück wieder auf. Natürlich ist Ford auch sehr stolz darauf, dass man den Mach-E Mustang nennt. Entsprechend hat man es mit dem Pony-Emblem gut gemeint. Wir haben natürlich eins vorne, eins hinten, aber auch eins in den Scheinwerfern, in der Motorhaubenabdeckung, in den Fußleisten, auf den Nabendeckeln. Und sicherlich noch an vielen weiteren Orten, die ich nicht so schnell gefunden habe. Tja, und ein Feature vermissen europäische Mustang-Kunden tatsächlich oft, nämlich die schönen sequentiellen Blinker vom US-Modell. Im Mach-E ist sogar genau das vorn und hinten europa-tauglich verbaut. Ich hatte euch ja versprochen zu zeigen, wie die Lichter aussehen, hier also die entsprechenden Clips dazu.
Kommen wir nun zum Innenraum. Über das Interieurdesign kann man sich sicherlich streiten. Das erinnert halt stark an Tesla-Modelle mit dem großen mittigen Display und dem sonst sehr schlicht gestalteten Armaturenbrett. Es ist also nicht so retro-designt wie jetzt der normale Mustang. Doch es hat mich überrascht, wie viel Wert Ford hier auf die Materialqualität gelegt hat. Viele Flächen sind wirklich schön weich gepolstert und mit sanftem Leder überzogen, was sich sehr wertig anfühlt. Zum Beispiel die Türen sind sehr schön verkleidet, das Lenkrad mit den zig verschiedenen Knöpfen für Assistenzsysteme und Infotainment fühlt sich gut an und auch die Mittelarmlehne ist angenehm weich. Und wer hätte es gedacht, als kleines Gimmick obendrauf, das Leder im Mach-E ist alles vegan, also stammt nicht von Tieren. Das dürfte Umweltfreunden sicherlich gut gefallen. Mit meinen ungefähr 1,90 habe ich hier auch keine Probleme zu sitzen, also Platz ist wirklich genug in diesem Fahrzeug. Ablageflächen hat man auch genug, in der Tür ist eine ausreichend große, mittig haben wir sogar einen wirklich großen Ablagebereich, um Dinge zu verstauen. Dort finden wir sogar auch eine USB und ein USB-C-Port zum Laden von zum Beispiel mobilen Endgeräten und auch unter der Mittelarmlehne ist wirklich massiv Platz. Einziges Manko beim Probesitzen sind in meinen Augen so ein bisschen die Sitze. Die fühlen sich zwar wirklich hochwertig an, jedoch sind sie schon sehr weich gepolstert und wirklich sportliche Seitenwangen sucht man in diesem Modell auch vergebens. Also wirklich packen können einen diese Sitze wohl eher nicht, wenn man jetzt richtig sportlich im Kurvenheizen möchte. Was man nicht anfassen muss, muss auch nicht so hochwertig sich anfühlen. Entsprechend ist das Armaturenbrett dagegen auch schon etwas simpler verarbeitet. Diese schöne Blende fühlt sich dann halt nach Plastik an. Wer sich über die Stoffbezüge auf dem Armaturenbrett wundert, immerhin hätte man hier ja auch schönes Leder verbauen können. Dahinter setzen die Lautsprecher des Mach-Es. Diese sind also wirklich gut getarnt hier verbaut. Hinten habe ich ebenso genug Platz und stoße weder mit Kopf noch mit Knien irgendwo an. Mittig finden wir auch hier einen USB- und USB-C-Port, womit man also auch, wenn man hinten sitzt, gemütlich sein Handy oder sein Tablet während der Fahrt laden kann. Nimmt man Kinder mit, können die sich halt die ganze Zeit elektronisch beschäftigen, ohne dass der Akku leer wird. Auch eine Mittelarmlehne mit Getränkehaltern darf natürlich nicht fehlen. Aber wirklich schön ist, dass auch hier die Türverkleidung genauso gut gepolstert sind wie vorne. Gerade an den hinteren Türen schmarrn Hersteller ja gerne als erstes. Schalten braucht man ja im Elektroauto auch nicht mehr. Zum Einlegen vom Rückwärtsgang, zum Parken und Co. verbaut Ford im Mach-E diesen runden Wahlhebel, den man jetzt aber auch in anderen neuen Ford-Modellen wiederfindet. Hier auch noch ein kurzer Blick auf den Schlüssel, auch wenn natürlich zum finalen Modell der noch abweichen kann. Befassen wir uns nun kurz mit dem Infotainment. Im Blick des Fahrers befindet sich dieses kleine, winzige, digitale Tacho. Ich vermute mal, die Optik der Grafik ist hier vielleicht auch noch nicht hundertprozentig final. Für alle wichtigen Funktionen greift man jedoch klar zu dem riesigen, mittigen Touchpad. Dieses hat erstaunlicherweise sogar einen dicken Drehknauf unten dran, um die Lautstärke per Dreh einzustellen. Gefällt mir gut, ist auf jeden Fall besser, als wirklich die Lautstärke über irgendwelche Wischbewegungen steuern zu müssen. Wie gehabt ist hier alles nur Vorserie, also viele Buttons im Bildschirm sind nur Platzhalter oder noch nicht ganz funktional. Aber das Display reagiert echt klasse, wie man es von modernen Smartphones oder Tablets gewohnt ist. Mit mehreren Fingern kann man zum Beispiel im Navi zoomen, seine Temperatur stellt man dann doch über so eine Wischbewegung ein. Ganz lustig ist auch gemacht, wenn man in die Option möchte, muss man auf diesen kleinen Mach-E in der Ecke drücken, der sich dann daraufhin dreht. Und es lässt sich auch die ambiente Beleuchtung im Fahrzeug auf seine Wunschfarbe einstellen. Kommen wir zu einem ersten Fazit. Wenn ich mir anschaue, was Hersteller gerade an Elektrofahrzeugen auf den Markt bringen, ist der Mach-E da in meinen Augen schon eines der gelungenen Fahrzeuge. Er wirkt von außen sportlich, hat sehr viel modernen Schnickschnack und ist trotzdem preislich je nach Ausstattung noch fair platziert. Und durch den Innenraum kann man auch Passagieren sofort vermitteln, dass das kein gewöhnlicher SUV ist, sondern so ein besonderes modernes Elektroding.
Ich persönlich würde mir noch wünschen, dass man auch außerhalb der GT-Version sportlichere Sitze anbietet. Denn so viel Leistung und den tiefen Schwerpunkt wollen sicherlich einige Kunden mal ausgiebig austesten. Auch größere Felgen würden dem Wagen optisch gut stehen. Immerhin wirken die 19 Zoll Felgen hier schon etwas klein und das Basismodell kommt ja sogar nur mit 18 Zoll Felgen. Aber eigentlich ist das Jammern auf hohem Niveau, wie zum Beispiel, dass alle Außenteile schön lackiert sind, auch in Hochglanzschwarz, außer der untere Teil der vorderen Stoßstange, der bleibt im Plastiklook. Ob man den Wagen nun unbedingt Mustang nennen musste, wird wohl lange Zeit noch ein Streitpunkt bleiben. Das überlasse ich auch gerne euch. Aber gerade in der Materialqualität und von den ganzen Features, die der Wagen bietet, kann man nur hoffen, dass das nächste normale Mustang-Modell in dem Punkt zumindest eine Scheibe vom Mach-E abschneiden wird. Ich freue mich schon total drauf, wenn man den Mach-E dann auch mal endlich fahren darf, ganz besonders natürlich auch das GT-Modell. Bis dahin muss dieser First Look erstmal ausreichen, ein umfassendes Review wird aber ganz sicher später dann folgen. Nochmal an dieser Stelle großen Dank an das Autohaus Peacekin Wolfenbüttel, das mir damit jetzt schon das dritte Video rund um aktuelle Mustang-Modelle ermöglicht hat. Auch wie immer großen Dank an euch alle fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt an das Abo für den Kanal und dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn ein neues Video bei mir erscheint. Bis zum nächsten Mal. Ciao.